Ja, willkommen zu Bernardino. Heute sind wir wieder ein bisschen on Tour, besser gesagt bei einem wohlbekannten Gast hier bei Bernardino. Wir waren ja schon einmal da oder zweimal. Einmal oder vielleicht fünfmal. Ich glaube eher das zweite Drittel. Ja, aber bei dir tut sich ja auch immer extrem viel. Christian Stahl. Vielen Dank. Schön, dass ihr hier seid. Bei dir hat sich ziemlich viel getan. Also ihr habt ja so wirklich so einen kleinen Relaunch gemacht mit eurer. Ja, wir haben das Sortiment so ein bisschen aufgeräumt, neu strukturiert. Wir haben so natürlich immer noch unsere drei Linien, haben die aber so ein bisschen klarer gestaltet, haben wir den einen oder anderen Wein rausgeworfen, der eben nicht so diese Lagentypizität hatte, die wir uns vorgestellt haben. Haben einige internationale Rebsorten neu dazubekommen, haben das Etikett auch so ein bisschen neu strukturiert, sind jetzt gerade am neuen Keller bauen. Von daher tut sich immer ganz viel, das Restaurant entwickelt sich weiter. Und da werden wir heute noch einiges probieren und sowohl im Wein als auch im Essensbereich. Das klingt super, das klingt richtig gut. Welche internationalen Rebsorten hast du dann jetzt neu im Portfolio so? Naja, wir haben 2010 angefangen, über den fränkischen Tellerrand mit dem Sauvignon Blanc hinauszublicken. Mittlerweile kann man ja fast sagen, dass Sauvignon Blanc beinahe eine deutsche heimische Rebsorte ist, weil er einfach hier auch besser hinpasst als Bacchus und Co. Weil wir es einfach von den Klimabedingungen und von den Reifebedingungen mittlerweile super hinbekommen. Dann kam irgendwann der Chardonnay dazu. Chardonnay für mich natürlich eine Herzensangelegenheit, weil ich da einfach ein riesiges Potenzial darin sehe, das fränkische Terroir darzustellen. Ja. Ebenso beim Chenin Blanc. Chardonnay ist einfach für uns so der Eichwein, mit dem wir überall auf der Welt sofort jedem Sommelier erklären können, ob wir seine Sprache sprechen oder nicht, wie unser Klima und unsere Böden und unser Terroir aussieht. Und eben der Chenin Blanc, der ja eigentlich so ein Geheimtipp bei euch ist. Absolut, ja. Chenin Blanc haben überraschenderweise noch nicht so viele in Deutschland, obwohl auch diese Rebsorte unglaublich gut hierher passt. Sie kommt super zurecht mit kühlen Bedingungen im Winter, sie kommt perfekt zurecht mit den heißen Sommern. Zwar nicht ganz so gut wie der Sauvignon Blanc, aber mit Sicherheit genauso gut wie der Chardonnay. Sie wird perfekt reif, hat eine dicke Schale, ist nicht so anfällig für Botrytis, zumindest die letzten 4 Jahre hat sich da nichts gezeigt. Und gibt unglaublich salzige Weine, die hier auf diesen Kaltböden sich wie zu Hause fühlen. Gibt es dann noch weitere Pläne, gewisse Rebsorten? Ja, wir planen immer und probieren auch viel. Wir haben ja zwischendrin sogar mal Grüner Berliner so ein bisschen was angebaut, einfach mal um zu sehen, wie so die Unterschiede in der Reife und in der Vinifizierung zum Silvaner sind, was ja die heimische Rebsorte hier ist. Wir haben natürlich im Rotweinbereich, obwohl es wirklich nicht unser Schwerpunkt ist und auch nicht sein wird, hoffentlich, haben wir trotzdem mal auf ein paar sehr trockene und sehr heiße Standorte mal so ein bisschen Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon wollen wir jetzt noch pflanzen, Merlot haben wir schon, einfach mal die klassische Bordeaux-Cuvée auch noch im Portfolio zu haben, muss man dann gucken, das wird wahrscheinlich dann derzeit bei derzeitigen Klimabedingungen irgendwie alle 3-4 Jahre wirklich oder alle 3 Jahre einen wirklich Superwein geben. Und da auf der anderen Seite ist unser Portfolio im Rosé-Bereich derart groß, dass das mir keine Bauchschmerzen Okay. Ja. Hat das Kamerakind eigentlich auch eine Frage? Der hat sicher eine Frage, oder? Der Gourmillon so. Hat dich ja sehr stark ausgezeichnet, ich glaube. Zwei Hauben. Das heißt, du bist auch sehr aktiv im Restaurantbereich. Wenn man da auch Winzer ist, das färbt auch auf die Weine ab, oder? Man macht es da. Absolut. Das war eigentlich der erste gedankliche Ansatz, weswegen ich mich so stark für die Kulinarik interessiert habe. Weil die erste Idee war natürlich, unsere Weine weiterzuentwickeln, in der Art, Stilistik, Balance und so weiter. Und da hat uns natürlich dieser Einblick in die Kulinarik sehr geholfen. Und weiterhin hat es mich natürlich ganz stark interessiert, was so die Hauben- und Sterneküche so macht. Es sind ja alles unsere Kunden und unsere Zielgruppe, wo wir auch die Weine in der Gastronomie auch ganz stark hinverkaufen.
alles muss keine Haufen und Sterne haben, aber gewisse Ambitionen zu einer Liebe zum Produkt und zu einer Liebe zum Gast und zur Kulinarik, das ist natürlich die Grundvoraussetzung, sonst kauft man auch keine Weine bei uns. Und das hat mich natürlich stark interessiert und da haben wir dann angefangen, so ein bisschen zu probieren und ruckzuck steht man dann selber in der Küche, haben dann das erste Restaurantkonzept eröffnet, ich glaube 2006 oder so muss das gewesen sein, mitten in Umbauphasen. Meine Frau und ich damals, aber meine Frau noch mehr in der Küche und ich mehr im Service, schon immer so ein bisschen auch, ich habe in der Küche immer so ein bisschen mal mit hingelangt, aber sie war da federführend. Dann haben wir aber gewechselt durch die Geburt oder durch die Schwangerschaft mit den Zwillingen, mit den ersten Kindern. Und dann ist das so geblieben, weil es auch praktisch so war. Und dann habe ich das Ganze, habe ich mich natürlich noch stärker dafür interessiert, über das Hochzeitsgeschäft hinaus. Und dann haben wir irgendwann dieses Menürestaurant eröffnet. Da haben wir letztes Jahr, 2021, glaube ich, war es das erste Mal, 2 Hauben 15 Punkte bekommen. War natürlich super für uns, für die Motivation im Team und so weiter. Und das entwickelt natürlich die Weine ganz stark, weil wir da nochmal einen anderen Zugang dazu bekommen, was für eine Weinstilistik passt zu welchem Essen. Wir kochen dann teilweise zu den Weinen oder und servieren nicht unsere Weine zum Essen, sondern machen es auch mal anders. Also sehr, sehr stark an der Kulinarik orientiert. Ja, absolut. Ich denke, Wein und Essen und Weinkulinarik sind untrennbar miteinander verknüpft. Genau. Ich meine, das ist uns auch schon seit Jahren aufgefallen. Ne? Ist natürlich super, wenn man eine Flasche Stahl nimmt und die aufmacht, die ist da. Ja, da muss man nicht erst 4-5 Jahre warten oder so. Wenn man die Flasche hat, ist der eigentlich immer in dem Zustand sofort da. Und finde ich prima. Kann man aber trotzdem warten. Gestern, ja, 2012 war Magnum Scheurebe, 2 Männerwein gab es bei uns. War super. Also kann man empfehlen, mal was liegen zu lassen. Die Lagenweine, da arbeiten wir natürlich in diese Richtung, ne? mit Holz und langen Standzeiten und perfekte Reifezeitpunkte und so weiter, Bärenselektion. Da wollen wir natürlich auch diese Reifezeit erreichen können, darum geht es natürlich auch. Ist natürlich auch rebsortenabhängig immer. Man kann nicht jede Rebsorte ewig reifen lassen, mit der einen funktioniert es besser, mit der anderen schlechter. Aber wiederum ist es natürlich auch so, in der Basis bei den Weinen, die wir unter diesem Label Nachschlag verkaufen oder dann bei den Weingutsweinen, die Rebsortenweine, was früher mal Damaszenerstahl hieß, das haben wir, diesen Begriff haben wir uns verabschiedet in diesem Sortiment. Da ist es einfach so, da müssen die Weine auch da sein. Du möchtest dir nicht eine Flasche kaufen, wenn du Lust hast heute Abend zum Barbecue und sagst, ich kaufe mir heute eine Flasche für in 2 Jahren. Das ist ja völlig absurd, macht ja kein Mensch. Ich würde sagen, 95% der Weintrinker möchten ja eine Flasche kaufen, möchten sie innerhalb der nächsten Wochen spätestens dann auch mal trinken oder der nächsten Monate und nicht irgendwas hinlegen, dass irgendwann mal in 2027 eine Flasche Wein von uns haben. Hat ja auch immer noch die wenigsten Platz. Deswegen gibt es ja natürlich auch das Portfolio von schneller verfügbar bis reifefähig. Wo wir jetzt so viel über Wein geredet haben, können wir auch mal einen Tropfen probieren. Ja, das ist super. Bis gleich. Bis gleich. So, wir haben jetzt hier den Blanc de Noir. Den probieren wir mal. Wir haben so ein neues Sektprojekt gestartet in Frickenhausen. Unter anderem in Frickenhausen. Hier stehen die Reben so in Randersacker auf den höheren Lagen dafür. Pinot Noir und Pinot Meunier, auch im Taubertal ist einiges drin. Taubertal natürlich perfekt, weil Taubertal die Pinots ohnehin nicht so schnell reifen. Das heißt, da haben wir noch viel einfachere Bedingungen, einen perfekt terminierten Sektgrundwein zu lesen. Das Ganze versekten in Würzburg. Grundwein bleibt erstmal so ein Dreivierteljahr im Holz. Halb bis dreiviertel Jahr und dann natürlich die typische Nase, wie wir sie von diesen Rebsorten kennen, bei ihren großen Vorbildern, wie wir es eigentlich dann auch haben wollen. Die Säure ist natürlich bei sowas super präsent,
Das ist etwas, was, glaube ich, in den letzten 30, 40 Jahren in Deutschland so ein bisschen verschlafen wurde, weil man doch mit dem Ansatz häufiger angegangen ist, dass man gesagt hat, wir nehmen irgendwas aus der Weinlinie und versekten es. Und das mussten auch wir erst lernen, dass Sekt und Wein einfach nochmal ein ganz eigenes Thema ist. Gehst du schon Ende August, gehst du schon ran und liest dir die Trauben, wenn du die noch nicht mal ansatzweise zu Wein machen möchtest. Aber wie du schon gesagt hast, Taubertal ist natürlich super. Ne? Richtiges cool Climate und ja, total unterschätzt. Auf 400 Meter Höhe gelegen, ist perfekt. Super. Ja, toll. Willst du nicht doch mal? Ach, ich würde so gerne. Was soll's? Probier doch mal. Jetzt mach's nicht so spannend. Ja, zum Frischwerden, so am späten Nachmittag, am Abend. Ne? Ich muss heute noch ein bisschen was arbeiten und kochen, deswegen trinke ich jetzt noch nichts. Ich hole das alles später nach. Mhm. Ach, wir sind ja da. Aber ihr seid ja da und ihr kriegt ja davon noch jede Menge und auch zu jedem Gang einen eigenen Wein. Wir haben ein paar ganz interessante Sachen dabei, die ihr noch nicht kennt. Den neuen Shenandoah, Muscatella werden wir probieren zu dem Gang. Wir haben in der Tat Muscatella gepflanzt. Nicht, weil wir hier die Wahlösterreicher, den Ralf, beeindrucken wollen, sondern weil Muscatella eigentlich vorgesehen war in eine Cuvée, so in die Nachschlag-Cuvée, wobei der so perfekt hierher passt, wenn er nicht dauernd erfriert. Er ist ein bisschen zickig. Gell? Ja, also Frostmager so überhaupt nicht. Ja, aber toll. Also, unsere Frostversicherung hasst ihn auch schon. Da bin ich gespannt. Bin ich echt gespannt. Weil hier, ich finde, da kommen die Rebsorten schon sehr stark durch. Ja, und ist toll. Also es geht schon so, also die Ausbauart und so, alles Richtung Champagner. Aber schon noch ein eigener Tick dabei. Ja. Hat auch so eine Salzigkeit, fand ich auch, so auf der Zunge. Das ist genau das, was wir haben wollen. Also ich bin ein großer Fan von, ich glaube, Leclerc Briand heißt der. Mhm. Kennt ihr das? Diesen Abyss? Wenn die da mal mehr versenkt haben. Ach so. Ja. Ja. Ich kenne die Geschichte, aber getrunken habe ich nicht. Super salzig. Wahrscheinlich läuft da über den Korken mehr Wasser rein und deswegen ist er so salzig, aber es schmeckt einfach sehr, 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 sehr gut. Du darfst ja keine Träume zerstören. Ja. Also wir sind auf jeden Fall sehr gespannt heute. Ja. Auf heute. Auf jeden Fall. Super. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Cheers. Einmal rein. Und euch einen wunderbaren Abend. Dankeschön. Habe ich gerade vorhin schon angeteasert. Muscatella gibt es heute im Menü. Schadet ihm auch gar nicht, wenn er mal noch so ein bisschen Luft bekommt. Deswegen können wir hier mal schön einen kleinen Schluck rausmachen aus der Flasche. Haben wir später dann noch zu einem Gang dazu. Wie auch schon gesagt, Muscatella ein wenig dievenhaft, was Frost betrifft. Aber unglaublich aromatische Trauben. Und so ist ein tolles Ding für mich auf der Terrasse. Ich finde das unglaublich. Mit dem Kamerakind auch was hier? Ja. Ja. Das ist ja, hier haben wir gerade vorhin von gesprochen, das ist das neue Outfit. Stahl nochmal als Marke, hier als angetragene Marke nochmal mehr in den Fokus. Die Rebsorte in den Fokus, hier so ein bisschen an der Kapsel haben wir rumgebaut. Und dieses Etikett mal noch so ein bisschen moderner und an die Zeit angepasst. Ich bin ja jetzt auch 44, deswegen ist das Logo größer geworden, weil ich sehe ja auch nicht mehr so gut. Jetzt sagst du das. Ja, das riecht doch irgendwie nach Muscatella, oder? Doch, doch. So ein bisschen. Aber hat eine eigene Note. Das riecht nicht langweilig, ne? Also manche Muscatella, wenn du reinriechst, dann brauchst du eigentlich nichts mehr. Aber der ist schön. Ja, wir gucken natürlich über Hefelager und über Reifezeitpunkt, dass wir das Ganze immer so balancieren, dass wir hier nicht so dieses überaromatische bekommen. Ne? Wir haben hier
12 Volumenprozent steht drauf, das sind wahrscheinlich 11,7 oder sowas, 11,8 Volumenprozent. Wir gucken hier schon bewusst, dass wir diese Trauben auch so ernten, dass wir hier einen Wein haben, den man auf wirklich hohem Niveau auf der Terrasse entweder zu ein bisschen Jakobsmuscheln mit Yuzu, Gurke und Co. Trinken kann. Oder einfach so einfach die Flasche. Danke. Der Gruß aus der Küche. Mit Hello Tomato. So mit Hello Tomato Best of Silvana. Sehr birnig. So mag ich auch Silvana. Ja, das kann man machen. Wir machen mit Pfefferlingen, geröstetem Brot, Trüffel und Senf. Okay. Das hast du jetzt nicht gemerkt. Okay, 2021er. Sauvignon Blanc. Sehr stark die Paprika, oder? Was meinst du? Ja, auf jeden Fall. Sehr grün von der Nase her, auf dem Geschmack. Er passt optimal zu dem Zander. Also jetzt haben wir den Klassiker eigentlich im Glas, oder? Mhm. Hasennestle Müller. Damit ist er eigentlich bekannt geworden. Ja. Steillage im Taubertal. Sehr steil. Man kann da sogar drauf heiraten, habe ich gehört. Ja, kann man sehr gut heiraten. Das ist halt kein typischer Müller-Turga. Mhm. Schon gelbe Früchte. Mhm. Ein bisschen Mango. Mhm. Klasse. Was gibt es dazu? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich nehme schon mal einen Schluck. So, wir haben für euch die Lauranne Jakobsmuschel mit saurer Melone, Gurke, Dill, Sauerampfer und ein Sauerampfer-Eis. Wow. Guten Appetit. Danke. Ja. Schöne salzige Note wieder. Zieht sich durch die ganze Kollektion, oder? Mhm. Schöne Säure dabei. Klasse. Ich bin drauf gespannt, was es dazu gibt. Mit Fregola-Sauger, Flageoletboden, Artischocke und einem Artischocken-Sud. Guten Appetit. Warte, dazu gibt es natürlich. Das ist Silvana, oder? Ja, was sonst? Sensationell. Also ich bin immer wieder verblüfft auf der Haut. Das sind ja die im Endeffekt die Schuppen, die schmecken so super so, die gut. Die Familie Werner, Entschuldigung. Für euch die gebackene Garnele mit Wasabi, Mayo, Chili Fond, Koriander und Reis, Knusper sowie Kimchi Sesam. Oh.
Guten Appetit. Vielen Dank. Dazu gibt es natürlich Muscatella. Die hat es vorhin fortgekostet, aber ich glaube, das matcht gut. Okay, im Glas. Chenin Blanc. Traube kommt eigentlich aus Bordeaux bzw. Loire. Erkennungszeichen ist eigentlich rauchig. Grüner Tee. Bergamot. Es ist ein Chenin Blanc. Du hast noch auch ein Glas, ja, probier doch mal. Mach ich. Also. Ich bin gespannt, was es zu essen gibt. Ich auch. Bis gleich. Mit Eigelbcreme, Belpaknolle, gerösteter Hefe und Facottini mit brauner Butter gefüllt. Wow. Appetit. Danke. Nächste Woche haben wir Scheurebe vom Marsberg im Glas. Das ist keine Scheurebe für Anfänger. Das ist jetzt nicht irgendwie so, wo du sagen kannst, irgendwelche Schwarz-Johannisbeere oder sowas. Oder dann Grapefruit und so. Das ist wirklich wesentlich kraftvoller. Also jetzt haben wir eigentlich das Aushängeschild vom Weingut im Glas. Chardonnay, was sagst du? Grand Reserve. Grand Reserve, muss man dazu sagen. Ja, das ist schon sehr schön. Hatten wir auch schon mal im Blog probiert. Ja, also hat nichts zu tun mit jetzt dem amerikanischen oder Übersee Chardonnay, mehr orientiert am Original. Schönes Toasting. Ich nehme an, das sind 500 Liter Fässer, oder? Tonneau. Ich glaube schon. Toll. Haben wir schon mal probiert vor ein paar Jahren? War im oberen Bereich. Genau. Sehr weit oben. Müssen wir auch mal wieder machen. Das machen wir bestimmt. Ich bin gespannt, was es dazu zu essen gibt. So, wir haben für euch vom Holzkohlegrill den Fat Iron Cut vom US Beef. Dazu gibt es wilden Spargel, eine Creme vom schwarzen Knoblauch und fermentierten schwarzen Pfeffer. Dazu haben wir noch ein bisschen Buchenpilze und eine Rinderessenz, die wir aus den Teilen, aus dem hinteren Teil gekocht haben, vom Schaufelbock. Haben wir auf dem Smoker gegart und dann daraus die Essenz gegart. Guten Appetit. Danke. Hauptgang. Danke. Lasst euch schmecken. Nämlich eine Waldmeistergrütze aufgegossen mit unserem Sekt. Dazu haben wir marinierte Erdbeeren, Knusper und ein Erdbeersorbet. Guten Appetit. Ich möchte da nicht mitgenommen werden. Auch nicht, wenn sie eine gute Küche haben. Sache nicht. So, jetzt kommt mein Schweiger. So, jetzt kommt nämlich der Auftritt. Da warte ich schon seit 17 Uhr drauf. Bitteschön. Wahnsinn. Nicht schlecht, ne? Das ist Wahnsinn. Aber das macht es halt aus. Das macht es halt aus. Ja, und was? Jetzt steht der Schweiger seit 4 Stunden rum und wartet drauf auf die Hebel. Und das Einzige, was er nicht dabei ist, ist seine Pinzette. Tarte-Schokolade mit einem Cassis-Sorbet und einer gebackenen Hippe. So, das war unser Bericht vom Winzerhof Stahl. Ihr habt ja gesehen, viele Neuerungen im Weingut. Der Christian der war nicht untätig und hat ziemlich viel Neuigkeiten im Weingut erzählen können. Und ja, vom Essen, ja,
Ihr habt es gesehen, ich glaube, euch ist das Wasser im Mund zusammengelaufen. Ich kann nur sagen, das ist wirklich ganz toll, was man dort, sagen wir mal, wirklich auf dem Land in Mittelfranken essen gehen kann. Also das ist wirklich, ja, ich ziehe die Mütze. Übrigens neu heute, zum ersten Mal vor der Kamera, Sommermütze. Es wird teilweise einfach zu warm im allgemein für die normale Mütze. Was der Christian so zaubert auf den Tisch, das ist schon toll. Und das sind wir drauf gekommen. Im Video wurde es ja auch erwähnt. Magnum darf man auch mal vom Weingut probieren. Und da hatten wir eine 2012er Scheurebe im Glas. Das war was ganz Tolles. Ist einfach so was richtig Tolles, wie man sehen kann, wie toll die Scheurebe so reifen kann von ihm. Zwei Männerwein. Ich meine, der hat 10 Jahre auf dem Buckel. Also super Reifung. Und das ist auch so ein Zeichen, dass in dem Weingut einfach jetzt nicht nur hoppla hopp alles gemacht wird, sondern dass man da auch schaut, dass die Weine eben auch ein paar Jahre reifen können. Und ja, das überzeugt uns jedes Mal wieder. Und deswegen sind wir da auch öfters mal vor Ort. Also ja, macht uns einfach sehr viel Spaß, da auch mit dem Christian einfach zu reden und zu philosophieren. Das ist einfach eine super Sache. Also die Scheurebe, klasse. Und von dem her kann ich nur sagen, wenn ihr noch nicht vorbeigeschaut habt, schaut vorbei. Wir schauen immer gerne vorbei. Von dem her, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat unser On-Tour bzw. unsere Schmankerl-Tour ein bisschen gefallen. Und wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Flasche Wein. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.